Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße alle Zuschauer zu dem Vortrag Rechtsextremismus von Professor Samuel Salzborn, der uns live aus Berlin zugeschaltet ist. Ob Rechtsterroristen, Skinheads, Parteikader, die sogenannten Intellektuellen der rechten Szene, Burschenschaftler oder Verschwörungstheoretiker. Das rechtsextreme Spektrum in Deutschland ist vielgestaltig und durch seine Forderung nach einem homogenen, antipluralistischen und autoritären Gemeinwesen geeint. Doch welche aktuellen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus gibt es in der Bundesrepublik? Und wie lassen sich der gesellschaftliche Rechtsruck sowie die Wahlerfolge der extremen Rechten vor dem Hintergrund der Geschichte des Rechtsextremismus und zentraler weltanschaulicher Fragen erklären? Dies wird der Gegenstand des Vortrages von Professor Salzborn sein. Der promovierte und habilitierte Politikwissenschaftler ist unter anderem außerplanmäßiger Professor am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. Neben politischer Theorie, Gesellschaftstheorie zählen politische Soziologie und Demokratieforschung zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Zudem ist er Autor zahlreicher Fachaufsätze und Publikationen, wie etwa Rechtsextremismus, Erscheinungsformen und Erklärungsansätze oder jüngst kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah in deutschen Erinnern. Für seinen vorbildlichen Transfer aktueller wissenschaftlicher Themen in eine breite Öffentlichkeit wurde Samuel Salzborn 2015 mit dem Preis des Stiftungsrates der Georg-August-Universität Göttingen ausgezeichnet. Und so wird er uns auch das brisante, polarisierende, stets emotional diskutierte Thema Rechtsextremismus näher bringen. Analytisch, sachorientiert und verständlich. Lieber Herr Professor Salzborn, ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, auch wenn wir, als wir die Veranstaltung geplant haben, natürlich noch nicht ahnen konnten, unter welchen Rahmenbedingungen sie jetzt heute stattfinden wird. Freue ich mich trotzdem, dass wir sie in diesem Format realisieren können und das gerade angesprochene Buch Rechtsextremismus, Erscheinungsformen und Erklärungsansätze hat tatsächlich nochmal eine besondere Aktualität. In wenigen Tagen erscheint die vierte Auflage. Das heißt, all das, was in der heutigen Veranstaltung nicht thematisiert wird, nicht hinreichend thematisiert wird, wo Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer der Veranstaltung noch Fragen haben, die wir vielleicht trotzdem nicht werden klären können, ist hoffentlich dann da nachlesbar. Vor allen Dingen geht es da nicht nur um die Geschichte und die Weltanschauung des Rechtsextremismus und seine vielfältigen Erscheinungsformen, sondern auch um viele Erklärungsansätze. Ein Themenfeld, das ich jetzt in meinem einleitenden Vortrag nicht so stark in den Mittelpunkt rücken werde, aber das natürlich für die Auseinandersetzung und dann auch für Präventions- und Interventionsstrategien von großer Bedeutung ist. Wir erleben ja gerade in der gegenwärtigen Situation, die man als Krisensituation, vielleicht auch als Krisensituation par excellence beschreiben kann, wieder einmal ein Aufleben einer bestimmten Facette des Rechtsextremismus, der für die Szene, die rechtsextreme Szene, sehr relevant und bedeutungsvoll ist, nämlich das Motiv der Verschwörung. Das ist insofern zunächst mal zu betonen, dass es hier um eine Krisensituation geht. Es ist allen vollkommen klar, dass wir im Moment eine Situation haben, die so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht da war und dass durch ein Ereignis, also durch eine medizinische Unklarheit, in der man sich natürlich gegenwärtig immer noch ein wenig befindet, eine große gesellschaftliche Krise in Gang gesetzt worden ist. Und das ist natürlich etwas, was grundsätzlich, und da kann man vielleicht auch etwas Verallgemeinerndes schon über die Geschichte des Rechtsextremismus sagen, für die extreme Rechte in aller Regel eine profitable Situation ist, weil Krisensituationen sind immer Situationen, die einerseits durch eine gewisse Unsicherheit gekennzeichnet sind, nicht zuletzt auch, wie im konkreten Fall, natürlich auch durch eine Unsicherheit, dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, die nötig wären, Erkenntnisse der Medizin, die nötig wären, noch nicht umfangreich vorliegen. Also das heißt, dass die Antworten, die Menschen erwarten, dass Lösungsstrategien, die Menschen erwarten, eben zunächst gefunden werden müssen. Das ist immer streitbar in einer Demokratie, aber natürlich gerade, wenn es um so eine Krisenkonstellation geht, die medizinisch begründet ist, die durch ein Virus begründet ist, nochmal ganz anders, weil quasi darin deutlich wird, man hofft natürlich immer auf eine gewisse Lösungsstrategie in der Politik, man hofft auf Antworten, man hofft, seine Probleme in irgendeiner Weise bewältigt zu bekommen.
Das ist in Krisensituationen wie der jetzigen ausgesprochen schwierig, weil eben jede Krise auch ein wohlüberlegtes, ein seriöses Handeln erfordert und in demokratischen Kontexten, in denen es um Krisensituationen geht, eben immer auch den pluralistischen Streit erfordert. Und da der Rechtsextremismus darauf orientiert, in solchen Krisen nicht abzuwägen, nicht zu diskutieren, nicht für und wider miteinander in Dialog zu setzen, sondern eben schnell auf Entscheidung und Handeln, also auf das Suspendieren von Rationalität zugunsten emotionaler Faktoren orientiert, sind Krisenkonstellationen, generell Konstellationen, in denen Rechtsextremisten sich in die Hände gespielt sehen, weil sie wollen genau das. Sie wollen sozusagen politische Situationen eskalieren. Sie wollen damit die Demokratie in Frage stellen und damit quasi sich als die scheinbar einzige probate Lösung installieren. Dass das die gegenwärtige rechtsextreme Szene nicht kann, ist auch offensichtlich. Es wäre aber auch in anderen Konstellationen, beispielsweise im Zusammenhang mit Migrationsbewegung, eigentlich auch offensichtlich, dass das, was da angeboten wird, eben etwas ist, was quasi nicht wirkliche Probleme lösen soll, sondern was letzten Endes hochemotionalisieren soll, was Konflikte eskalieren soll und was eben letzten Endes auf Gewalt und antidemokratische Affekte zielt. Dass wir gegenwärtig eine große Renaissance von Verschwörungsmythen erleben, die freilich, wenn wir uns das in den größeren Demonstrationen der letzten Tage anschauen, zwar nicht ausnahmslos von Rechtsextremen getragen ist, aber die darin natürlich einen großen Anteil haben und die Weltbilder, die dort vertreten werden, in der überwältigen Masse rechtsextreme Weltbilder sind, auch ganz, ganz stark antisemitische Verschwörungsmythen sind, die ventiliert werden, hochgradig irrational sind, jenseits quasi jeder Form von Realität und Faktizität agieren, zeigt eben etwas, woran die rechtsextreme Szene nicht nur anschließt, sondern in der sie ganz, ganz maßgeblich agiert. Diese Verschwörungsdemonstrationen, die wir sehen, wie gesagt, einzelne Akteure mögen nicht aus einem rechtsextremen Milieu kommen, aber die Weltbilder, die da vertreten sind, sind ganz, ganz stark affiliiert mit rechtsextremem Denken und gerade eben mit diesem Verschwörungsdenken. Und dieses Verschwörungsdenken ist etwas, das nicht nur in der Geschichte des Rechtsextremismus immer sehr zentral gewesen ist, schlicht und ergreifend, weil es darum geht, dass man eben versucht, konkrete Personifikationen zu vollziehen, das heißt konkrete Menschen, konkrete Gruppen für etwas verantwortlich zu machen, was man nicht versteht, was einen überfordert und was man eben quasi auf bestimmte, letztlich gewaltförmige, militarisierte, antidemokratische Lösungen zurückführen will. Nun ist es aber so, das hat der Politologe Richard Stöss in einer Untersuchung gezeigt, dass die rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik in der Geschichte immer wieder auch bestimmte Kampagnenthemen hatte. Also das heißt, wenn man deren Medien sich anschaut, deren Zeitschriften, deren Zeitungen anschaut, wenn man anschaut, was in deren Thinktanks diskutiert wird, was in Parteiprogrammen steht, also was kurzum in unterschiedlichen Bereichen des Rechtsextremismus ein wichtiges Thema war, dann gibt es natürlich immer dies, das und jenes an Facette. Aber Richard Stöss hat gesagt und betont und gezeigt am Material, es gab immer Kampagnenthemen. Und das, was man an diese Überlegung von Stöss, das sind Kampagnen, die mal so 5 bis 10 Jahre dauern, die eine bestimmte Dominanz haben in der Szene und die vor allen Dingen spektrenübergreifend sind. Also das heißt, wir sprechen ja beim Rechtsextremismus, wie ich schon in der Anmoderation gesagt, gleichermaßen über Parteien. Wir sprechen aber auch über lose Kameradschaften oder nicht weiter dauerhaft organisierte Gruppierungen. Wir sprechen über den militanten bis rechtsterroristischen Rechtsextremismus. Wir sprechen auch über das, was man gemeinhin neue Rechte nennt, auf die werde ich noch genauer zu sprechen kommen, die man meines Erachtens mittlerweile durchaus verkennt, wenn man glaubt, es seien tatsächlich noch Intellektuelle. Das Milieu ist extrem intellektuell verflacht und quasi meines Erachtens über weite Strecken überbewertet, wenn man das, was da formuliert wird, für Intellektuelle hält. Aber es gibt eben unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Milieus. Das geht bis hinein in die auch schon angesprochenen studentischen Verbindungen oder auch in die Musikszene, in die rechtsextreme Musikszene, die ja auch in vielen Musikstilen ihren Ausdruck findet. Also nicht nur quasi im klassischen Rechtsrock, sondern in jüngerer Vergangenheit beispielsweise auch in Form von rechtsextremen Rap-Aktivisten und anderen. Und wenn man diese gesamten Szenen zusammennimmt, die all ihre eigenen Facetten, ihre eigenen Schwerpunkte haben, dann kann man seit bestimmt mittlerweile gut 10, 15 Jahren identifizieren, es gibt ein zentrales Kampagnenthema, was diese Milieus miteinander verbindet. Also was sozusagen genauso den gewaltbereiten Neonazi mit dem seriös auftretenden Parteikader und auch die Musikszene und andere Milieus miteinander verbindet, dann ist es dieser Verschwörungsglaube. Also das heißt, der Glaube,
dass es irgendetwas gäbe, was quasi oftmals zum Beispiel in so einem Begriff von denen da oben, der Politikelite, der Abwehr gegen die demokratischen Parteien artikuliert wird. Also irgendjemand scheine eben aus solchen Krisensituationen zu profitieren. Und das ist eben genau dieser Verschwörungsglaube. Das sehen wir beispielsweise auch in dieser rassistischen Metapher vom angeblich großen Austausch. Also das heißt, dass es hier nicht um die rationale Wahrnehmung von Migrationsprozessen und ihre Herausforderungen, die damit verbunden sind, in vielerlei Hinsicht geht für die rechtsextreme Szene, sondern dass man eben immer vermutet, es gäbe ein großes Agieren im Hintergrund, das diese politischen Prozesse steuere. Und das Wichtige an dieser Verschwörungskampagne, wie gesagt, im Anschluss an Richard Stöss formuliert, ist, sie ist szeneübergreifend und sie verbindet unterschiedliche politischen Milieus und sie ist eben dadurch gekennzeichnet, dass es hier nicht um was Theoretisches geht. In den öffentlichen Auseinandersetzungen erleben wir bisweilen die Falschpositionierung dieses Themas als Verschwörungstheorie. Darum geht es nicht. Theorien sind Dinge, die die Welt erklären und verstehen wollen, die sich abstrakt mit Dingen auseinandersetzen. Genau das machen Verschwörungsmythen und macht die rechtsextreme Verschwörungskampagne gerade nicht. Es geht nämlich allein um etwas Praktisches, um eine Emotionalisierung, eine Mobilisierung und eben mitnichten um eine rationale Auseinandersetzung. Also das heißt, dieser Verschwörungsglaube, der die Szene zusammenhält über unterschiedliche Facetten hinweg, ist eben keine Theorie, sondern ein Glaube oder man könnte auch sagen eine Fantasie. Und das sehen wir auch an den aktuellen Demonstrationen im Corona-Kontext, die eben nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass man die Informationen, die man bekommt, auf sich einwirken lässt, abwägt, darüber nachdenkt, für und wieder miteinander in Beziehung setzt und daraus eben bestimmte Positionen entwickelt, die auch durch rationale Argumente entkräftbar wären, sondern das Zentrale an diesem Verschwörungsglauben, dass er eine Fantasie ist, also eine Fantasie, die im Kopf derer stattfindet, die nicht die Außenwelt auf sich wirken lassen. Das ist ein Prozess, den die Soziologen Max Horkheimer und Theodor Adorno schon 1947 in der Dialektik der Aufklärung beschrieben haben. Sie haben das Mimesis und falsche Projektion genannt. Also nicht ein Prozess, bei dem man die Außenwelt auf sich wirken lässt, sondern bei der man im Kopf ein Bild hat, von dem man meint, die Welt müsse so funktionieren, wie man sie sich selber im Kopf vorstellt. Im rechtsextremen Kontext ist das dann eben ein rassistisches, ein antisemitisches, ein antifeministisches Weltbild. Also es sind bestimmte Überzeugungen, bei der man nicht mit anderen in Beziehung tritt, nicht rationale Argumente auf sich wirken lässt, sondern eben das, was man selbst im Kopf hat, über die Wirklichkeit stülpt. Insofern ist es auch immer nur ein Anlass, der zu Verschwörungsmythen führt und nicht ein wirklicher Auslöser, weil eben dieses zum Anlass genommen wird, um das eigene gegenaufklärerische, antirationale Denken in den Mittelpunkt zu rücken, bei dem man dann eben immer an Dinge appelliert, wie ein vermeintliches Schicksal, an vermeintliche Kollektive, die Fantasie eines Volkes als homogene Einheit, als geschichtlich verbundene Einheit. Daran werden Appelle formuliert und es dreht eben die Innen- und Außenrelation um, weil das Abstrakte, dass die moderne Gesellschaft charakterisiert, nicht verstanden wird, nicht verstanden werden kann, abgelehnt wird. Abstrakte Prozesse denken wir neben den aktuellen Krisenkonstellationen im Zusammenhang mit Corona eben an die schon erwähnten Migrationsbewegungen, die abstrakt sind, die man quasi in ihrer Komplexität verstehen müsste. Oder denken wir auch an ein anderes Feld, wo gerade auch antisemitischer Verschwörungsglaube sehr zentral ist, wenn es um Finanzprozesse, Finanztransaktionen, wenn es um Aktiengeschäfte und Ähnliches geht. Das sind alles Dinge, die intellektuell herausfordern. Das will man nicht oder kann man nicht verstehen. Je nachdem, die intellektuellen Vordenker lehnen das eher ab. Diejenigen, die quasi auf der Straße stehen, sind oftmals tatsächlich auch davon überfordert und quasi intellektuell dazu nicht in der Lage, solche Dinge zu begreifen. Und wie das Abstrakte abgelehnt und verworfen wird, konkretisiert man eben. Das heißt, man sucht nach konkreten Verantwortlichen und Schuldigen in Form einer Projektion, einer Wahnfantasie am Ende, bei der es eben genau darum geht, einen Geschwörungsglauben zu haben, bei dem man irgendwelche Schuldigen ausfindig machen kann. In den letzten Jahren sehr präsent in der rechtsextremen Szene ist natürlich diese ganz, ganz starke Fokussierung auf Bundeskanzlerin Merkel, die in vielerlei Hinsicht interessanterweise einem zum Feindbild geworden ist, nicht nur, weil sie Frau und damit auch sehr in verantwortungsvoller Rolle und damit auch in einer starken Position agierende Frau ist, sondern sicher auch, weil sie als Naturwissenschaftlerin eben auch für einen Teil von rationalem aufgeklärten Denken letzten Endes steht, in der man das sozusagen ganz oft personifiziert hat.
Und das sehen wir ja beispielsweise schon, wenn wir uns an die rassistischen Pegida-Proteste zurückerinnern, wo auch Merkel ein zentrales Feindbild gewesen ist in diesem Verschwörungsglauben und an dem man auch eine gewisse Parallele zur heutigen Situation sehen kann. Auch damals bei Pegida war es so, dass quasi das rassistische Weltbild vorhanden war und man sich einen Anlass genommen hat, um es zu artikulieren. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass an diesen Pegida-Protesten nicht einfach normale Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben, sondern es gab viel Feldforschung von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gezeigt haben, es geht eben hier um Menschen, die in unterschiedlicher Radikalität rechtsextreme Positionen vertreten. Und ich glaube, diesen Fehler sollte man auch heute bei diesen Protesten gegen Corona, den sogenannten Hygienedemonstrationen, nicht machen, nicht glauben, hier würden normale Bürgerinnen und Bürger protestieren. Ja, der eine oder die andere mag im Einzelfall vorhanden sein, aber hier geht es um manifesten, hochgefährlichen, antidemokratischen Verschwörungsglauben und so sollte man ihn auch behandeln und die Fehler, die man bei Pegida gemacht hat, nicht wieder machen, nämlich den Fehler zu glauben, da würde legitimer Protest artikuliert, sondern es ging auch da schon um das Demokratiefernes, was demokratiefeindliches, was hochgradig egoistisches, bei dem eben nur dadurch, dass die rassistischen Positionen nicht Politikagenda gewesen sind, die Menschen der Auffassung waren, sie seien eben quasi benachteiligt. Es war sozusagen eine Benachteiligung von besorgten Rassistinnen und Rassisten, die in einer Demokratie völlig gerechtfertigt und legitim gewesen wäre. Wir wissen auch aus dieser Erfahrung, dass das medial nicht der Fall gewesen ist, dass man Pegida hofiert hat, dass es unglaublich viel Berichterstattung gegeben hat, weit über das Maß für eine lokale Demonstration in einer ostdeutschen Stadt hinausgehend und dass man extrem viel Aufmerksamkeit diesen Formen rassistischen Protests gegeben hat. Ich glaube, diesen Fehler sollte man in der Gegenwart nicht machen. Man sollte quasi diesen Minderheitenmeinungen nicht diesen großen Raum einräumen. Das vielleicht zur Einordnung der aktuellen Situation zunächst mal in Bezug auf das Themenfeld des Rechtsextremismus, bei dem man eben sehen muss, solche Konstellationen, einerseits, weil es eine krisenhafte Erscheinung ist, die eben in Demokratien immer umstritten ist, bei dem man immer nach Lösungen suchen muss, ist das eine. Und das andere, was den Rechtsextremen jetzt da in die Hände spielt, ist eben, es ist wieder ein Feld, wo man die alte Verschwörungskampagne mobilisieren kann. Und damit letzten Endes aber auch, das zeigt ein Stück weit auch schon das angesprochene Pegida-Phänomen, etwas nutzen kann, was quasi für die rechtsextreme Geschichte der letzten 10 bis 15 Jahre auch signifikant ist, nämlich Mittel der Demokratie gegen die Demokratie einzusetzen. Das erlebt man beispielsweise dabei, das ist ja ein ubiquitäres Phänomen, rechtsextreme Agitation zu behaupten, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Meinungsfreiheit ist ein grundgesetzliches Abwehrrecht. Das heißt, Meinungsfreiheit betrifft überhaupt die Relation von Staat und Bürgerinnen und Bürger. Wenn irgendjemand bei einer Veranstaltung rechtsextreme Positionen nicht zu Gehör kommen lassen will, hat das mit Meinungsfreiheit nicht das Geringste zu tun. Das Internet ist voll mit solchen Positionen. Das heißt, Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht dadurch eingeschränkt, wenn eine Demokratin oder ein Demokrat, ein Veranstalter sagt, man möchte jetzt quasi den Pluralismus tatsächlich auf demokratische Positionen und nicht auf demokratiefeindliche, also auf demokratische Positionen beschränken und nicht auf demokratiefeindliche Positionen erweitern. Und dabei damit ist sozusagen die Meinungsfreiheit, weil der Grundcharakter dieses Grundrechts in der öffentlichen Debatte oft übersehen wird, wird sie eben zum Ticket, wird sie quasi zur agitatorischen Strategie, die die extreme Rechte für sich nutzt und die quasi dann die Mittel der Demokratie gegen die Demokratie in Stellung bringt. Und das ist etwas, darauf werde ich gleich noch etwas genauer zu sprechen kommen, was relativ zentral ist und was eine Strategie der Rechtsextremen der Gegenwart verbindet mit denen der Antidemokraten der Weimarer Republik, die dann eben letzten Endes in den Nationalsozialismus gemündet hat, nämlich gegen die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie zu kämpfen. Um das aber zu verstehen, ist ein kleiner Blick noch in die Geschichte des Rechtsextremismus vielleicht hilfreich, auch um zu verstehen, was ich am Anfang schon mal versucht habe zu sagen, mit unterschiedlichen Milieus, um die es geht. Wir haben ja auch durchaus eine gewisse Begriffsdiffusion, die man vielleicht auch daran deutlich machen kann, dass man sagen kann, jeder Neonazi ist ein Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechtsextremist ein Neonazi. Also das heißt, es gibt ein bestimmtes Konglomerat an von bestimmten Einstellungen, die eine Position als rechtsextrem klassifiziert. Dazu gehören die schon angesprochenen Formen von Rassismus, von Antisemitismus, von Antifeminismus, Sexismus, Homophobie und ähnlichen Phänomenen. Dazu gehört auch ein revisionistisches Verhältnis zur Geschichte. Dazu gehört auch die Ablehnung von demokratischem Pluralismus zugunsten von gewaltförmigen oder militarisierten Formen der Auseinandersetzung. Dazu gehört auch
als eine Variation von klassischen rassistischen Phänomenen in Form von Kulturalismus. Also das heißt, dass man bestimmten Gruppen nun eine bestimmte Kulturidentität zuschreibt, damit das Individuum dem Individuum die eigene Handlungsfreiheit nimmt und das Subjekt desubjektiviert, auch ein großes Charakteristikum der Demokratie. Wir können uns heute für und morgen für etwas anderes, heute vor allen Dingen auch gegen etwas und morgen gegen etwas anderes entscheiden. Auch das wird abgesprochen im rechtsextremen Kontext dieser Kulturalisierung. Kurz und gut, es gibt ein großes Setting an Einstellungen, die man als rechtsextrem klassifiziert, und daraus folgen unterschiedliche Formen von Verhalten. Also, es ist bereits rechtsextrem, wenn man eine rechtsextreme Partei wählt. Aber natürlich ist offenkundig, dass es in Form zu der Teilnahme an einer Demonstration oder zum aktiven Anteilnehmen als Politikerin oder Politiker einer rechtsextremen Partei oder in der weiteren Radikalisierung zu rechtsextremer Gewalt bis hin zum Rechtsterrorismus ein sehr viele Facetten an Verhalten möglich sind. Und das macht auch deutlich, dass wir eben klar machen müssen, es geht um eine Verbindung aus Einstellung und Verhalten. Als erstes sollte man über die Einstellung sprechen, die darf man nie verharmlosen. Wer rechtsextrem agiert, macht das auf Grundlage von rechtsextremen Einstellungen, egal wie dieses Verhalten aussieht und egal wie bewusst das der entsprechenden Person ist. Also jemand, der eine rechtsextreme Partei wählt, muss nicht ein Selbstverständnis als rechtsextrem haben. Das Verhalten und das Handeln basiert aber eben trotzdem offensichtlich auf rechtsextremen Einstellungen, die mindestens so weit verdichtet sind, dass man eben zu dieser Form von rechtsextremem Verhalten, der Wahl einer rechtsextremen Partei, letzten Endes schreitet. Und das ist insofern relativ wichtig, weil wir sehr, sehr viel unterschiedliche Milieus haben. Ich habe gerade gesagt, jeder Neonazi ist ein Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechtsextremist ein Neonazi. Das heißt, nicht jeder Rechtsextremist hat unbedingt eine Form von Gewaltbereitschaft, aktiver Gewaltbereitschaft. Die Form von gewaltförmigen Denken liegt dem natürlich trotzdem zugrunde. Und auch nicht jeder Rechtsextremist, das würde jetzt quasi ein wichtiges Kriterium in Bezug auf den Neonazismus sein, hat auch ein ungebrochen positives Verhältnis zum Nationalsozialismus, auch wenn das in vielen Fällen sich zumindest in bestimmten Bereichen, denken wir an die AfD, denken wir an die Glorifizierung der Wehrmacht als einer der zentralen verbrecherischen Institutionen, die Shoah exekutiert hat. Also das heißt, auch da gibt es sozusagen Diffusionen, denken wir an die Ablehnung des Holocaust-Mahnmals durch einen hochrangigen AfD-Politiker. Also auch da sind Formen mindestens von Schuldabwehr, Täter-Opfer-Umkehr und Geschichtsrevisionismus letzten Endes vorhanden, die quasi dann in allen Bereichen des Rechtsextremismus auch auftreten. Und wenn wir jetzt den Blick in die Geschichte des Rechtsextremismus zurückwerfen und vor allen Dingen zunächst mal die ersten Nachkriegsjahrzehnte in den Blick nehmen, dann sehen wir, da sind vor allen Dingen die Gruppierung der Altnazis, also derjenigen, die tatsächlich noch über aktive Tätigkeit im Nationalsozialismus verfügten, aktive NSDAP-Mitglieder, Funktionäre waren, in der SS waren und so weiter. Diese Organisationen sind sehr, sehr stark. Die sind quasi an Kontinuitätswahrung interessiert. Das mündet ja auch darin, dass das Bundesverfassungsgericht die Sozialistische Reichspartei verbietet als eben entsprechende Nachfolgeorganisation oder sozusagen als eine Organisation, die sich in Kontinuität des Nationalsozialismus gestellt hat. Und andere Akteure in unterschiedlichen Milieus haben eben diese Grundorientierung, die haben sich damals vor allen Dingen als nationale Gruppierung begriffen. Also wenn Sie sich die Mühe machen, mal in die Debatten der 50er Jahre zu schauen, werden Sie feststellen, viele Neonazis haben sich als national beschrieben. Und für viele andere, also die Demokraten, war klar, wer sich so beschreibt, ist eben dann auch ein Rechtsextremist. Das hat sich natürlich in der Begriffsverwendung in der Gegenwart alles ein Stück weit gewandelt. Und die erste große, erfolgreiche rechtsextreme Partei, die in dieser Tradition stand, die auch im Gefolge des Verbots der Sozialistischen Reichspartei entstanden ist, war die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die in den 60er Jahren einige parlamentarische Erfolge gefeiert hat, in einige Landtage eingezogen ist und die dann aber ganz knapp bei der Bundestagswahl 1969 an der 5% Sperrklausel gescheitert ist. Und das ist für die Geschichte des Rechtsextremismus bis in die Gegenwart sehr zentral, weil daran sich Strategiedebatten im rechtsextremen Milieu angeschlossen haben. Einige, Sie wissen, die NPD existiert bis heute fort, haben diesen Weg einfach fortgesetzt in dieser Partei nach dem Scheitern bei der Bundestagswahl. Aber vor allen Dingen haben sich zwei unterschiedliche Milieus herausgebildet,
die für die Gegenwart in unterschiedlichem Maße relevant sind. Die einen, die gesagt haben, die antidemokratische Haltung darf sich eigentlich überhaupt nicht auf den Parlamentarismus einlassen. Es sei falsch, überhaupt in Parteien zu agieren. Das ist nicht die Geburtsstunde, aber das ist sozusagen der große Motivator in den frühen 70er Jahren, der dann zur Entstehung nachhaltiger rechtsterroristischer Gruppierungen geführt hat, die ja vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren aktiv gewesen sind und die lange Vorgeschichte des NSU, des nationalsozialistischen Untergrundes, und auch die Nachgeschichte, wenn man so will, des NSU mit den Rechtsterroristen der jüngeren Vergangenheit, den rechtsterroristischen und antisemitischen Anschlägen, die wir in jüngster Vergangenheit erlebt haben, letzten Endes gebildet haben. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil hat aber eine andere Strategie entwickelt, angelehnt an Diskussionen, die im rechtsextremen Milieu Frankreichs geführt worden sind. Die haben nämlich gesagt, man muss das genaue Gegenteil machen. Man hat zwar immer noch ein strategisches Verhältnis zum Parlamentarismus, aber man muss vor allen Dingen den sogenannten Kampf um die Köpfe beginnen. Etwas, was man sich vom italienischen Marxisten Antonio Gramsci geborgt hat, den Kampf um kulturelle Hegemonie zu führen. Also das heißt, man will versuchen, schleichend die öffentlichen Positionen zu verändern, sie schleichend zu beeinflussen. Und das, was man dann in dieser sogenannten Neuen Rechten ab den 70er Jahren, die Aktion Neue Rechte, entsteht 1972 als Zerfallsprodukt der NPD, hat nur relativ kurze Bedeutung. Das ist auch charakteristisch für Organisationen im neurechten Milieu, dass sie nicht unbedingt eine besonders lange Halbwertszeit haben in ihrer eigenen organisatorischen Existenz. Aber man hat eben gesagt, man müsse eine sogenannte Metapolitik machen, um kulturelle Hegemonie zu erlangen. Also man muss Begriffe besetzen, man muss Begriffe umdeuten und man muss sozusagen die Hoheit über die Köpfe erlangen. Das ist das, was ich als Beispiel schon am Begriff der Meinungsfreiheit gesagt habe. Ein anderer rechtsextremer Kampfbegriff in diesem Zusammenhang, den sicherlich viele auch kennen, ist der Begriff der Political Correctness, der auch eigentlich genau die gleiche Verschwörung unterstellt, nämlich dass bestimmte Gruppierungen kontrollieren würden, was öffentlich sagbar sei und was nicht, dass die irgendwo im Hintergrund agieren würden und dass es nicht, wie die Tatsachen es sind, das Strafrecht der Bundesrepublik und das Grundgesetz als dem hinterliegende höherrangige Norm sind, die Regeln, was verhandelbar ist und was nicht, sondern dass eben irgendeine nebulöse, ein Phantasma sozusagen eine bestimmte Hoheit über das, was man sagen dürfe und was nicht, das kontrolliere. Und das ist sozusagen ein Ausdruck eines solchen metapolitischen Kampfes um kulturelle Hegemonie der sogenannten neuen Rechten, Begriffe zu lancieren, eigene Begriffe zu lancieren oder Begriffe zu besetzen, Begriffe zu prägen, Begriffe umzudeuten. Beispielsweise, um da ein Beispiel zu nennen, wenn wir daran denken, dass Migrationsprozesse oftmals auch gerade bedauerlicherweise in demokratischen Medien mit Metaphern belegt werden, die aus dem Bereich der Naturkatastrophen stammen, dann zeigt es auch das. Also das heißt, da ist schleichend etwas passiert. Migrationsprozess hat mit natürlichen Phänomenen und Naturkatastrophen nicht das Geringste zu tun. Aber die Metaphern, die gebraucht werden, wecken eben entsprechende Ängste, schüren Ängste, emotionalisieren und haben das Gefühl, da bricht etwas über die Menschen herein, das quasi mit einer Naturgewalt versehen sei und dass man dementsprechend sich dagegen auch wappnen und wehren müsse. Und das sind die beiden Varianten, eigene Begriffe in den Diskurs einzuspeisen und andererseits bestimmte Debatten im eigenen Sinne zu prägen. Denken Sie etwa an den letzten Bundestagswahlkampf und eine zentrale Wahlkampfveranstaltung, das Kanzlerinnen-Duell, das es gegeben hat, bei dem fast die gesamte Debattenzeit, obwohl kein Vertreter der AfD mit beteiligt war, über das Thema der Migration geredet wurde, obwohl es zu dem Zeitpunkt tatsächlich kein so zentrales, prägendes gesellschaftliches Thema mehr gewesen ist, obwohl man viele Probleme schon gelöst hatte, Herausforderungen gelöst hatte, wurde sozusagen das Thema, die Agenda, die rechtsextreme Agenda trotzdem zwischen den demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen dort verhandelt und eingespeist. Auch das ist ein solcher Erfolg dieser Strategie. Und dabei geht es eben um den Kampf um Begriffe, den ich angesprochen habe und eben aber auch dabei immer wieder zu provozieren. Das sehen wir ganz, ganz stark bei der AfD, bei vielen Debatten, die über die AfD geführt werden, indem hanebüchende Thesen in die Öffentlichkeit geblasen werden, in die hanebüchende Positionen aufgestellt werden, die ganz breit dann in den Medien transportiert werden. Im Nachhinein gibt es dann irgendwelche halbseidenen, da sagen wir mal Rechtfertigungen oder irgendwie absurdeste Erklärungen, man sei mit der Maus ausgerutscht und ähnliches, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Nicht wirklich, also ich habe bis heute, kenne ich keinen Fall, in dem ein AfD-Politiker oder eine AfD-Politikerin gesagt hätten, das, was sie gesagt haben, war falsch.
Das müsste man eigentlich erwarten. Das tun sie nicht. Und damit gelingt es auch, das Klima, das gesellschaftliche Klima schleichend nach rechts zu verschieben, weil man eben die Debatten bestimmt und weil man damit eben quasi letzten Endes die eigenen, so unsinnig und absurd sie auch sein mögen, Thesen eben immer wieder in die Öffentlichkeit ventiliert. Und wenn sie dann einmal da sind, ist auch die kleine Relativierung, das kleine Zurücknehmen eben dann nicht mehr das, was man dann breit in den Medien oder auch in den sozialen Medien noch erlebt, sondern sozusagen das ist das, was verfängt, das Ressentiment, die Emotionalisierung verfängt. Und das ist sozusagen eine Strategie, bei der man irgendwann am Ende, wenn man sich nicht mit den Themen intensiv auseinandersetzt, gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt richtig und was ist rechtsextreme Propaganda. Das ist das, was der Journalist Hannes Stein mal in Verbindung gebracht hat mit einem Spielfilm, der Gaslighting heißt. Also das heißt, man hat irgendwann das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich die Realität und was ist nur noch die Propaganda. Und genau darum geht es. Und damit schließt dieses Milieu, dieses intellektuelle, neurechte Milieu, dessen parlamentarischer Arm die AfD eben letzten Endes ist. Ich warne auch sehr davor zu glauben, die AfD sei intellektuell. Das ist ein großes Missverständnis. Es ist sozusagen ein bestimmtes Instrument. Es sind bestimmte Akteure, die bestimmte Ziele verfolgen. Aber die Strategien kommen nicht aus diesem Kontext, sondern sie sind vor allen Dingen neurechte Strategien. Und sie sind interessanterweise auch gar nicht besonders neu und erst recht nicht innovativ. Denn sie stammen eben aus den schon angesprochenen, eingangs erwähnten Überlegungen der sogenannten konservativen Revolution der Weimarer Republik. Ich sage deshalb sogenannte konservative Revolution, weil diese Intellektuellen damals weder konservativ noch revolutionär waren. Das ist ein Begriff, auch ein Propagandabegriff, den ein Anhänger dieser Strömung, Armin Mohler, retrospektiv geprägt hat, auch wenn er in der Zeit vereinzelt mal verwendet worden ist. Aber er ist derjenige, der diesen Begriff geprägt hat, eben um diese Vordenker des Nationalsozialismus reinzuwaschen, so zu tun, als seien das konservative Positionen gewesen und als sei es nicht eigentlich quasi die nationalsozialistische Konterrevolution gewesen. Das war aber ein Kreis von durchaus Intellektuellen, die eben genau diese Strategien verfolgt haben, die Mittel der Demokratie gegen die Demokratie zu wenden, also bestimmte rhetorische und strategische Elemente einzusetzen, bei dem etwas im Mittelpunkt stand, was eine Systematisierung tatsächlich erst in den 20er Jahren erfahren hat durch einen Protagonisten aus diesem Kontext, Max Hilbert Böhm hieß der, der quasi die Kategorie des Volkes überhaupt erst so entwickelt hat, dass man sich auf sie als ernsthaften Referenzpunkt beziehen konnte, der den Begriff des Volkes gegen den westlichen, gerade französisch, englisch, amerikanisch geprägten Begriff der Nation gestellt hat und eben das Volk als eine vermeintliche kulturelle oder auch möglicherweise, wenn es dann noch rassistisch wird, durch Abstammung verbundene Gemeinschaft verbunden sei, die eben, und das ist das Entscheidende, einerseits homogen sei und andererseits als Kollektiv agiere. Wir sehen darin schon den manifest antidemokratischen Charakter. Ja, alles, was kollektiv orientiert ist, ist erstmal antidemokratisch, weil im Zentrum der Demokratie steht das Individuum, das einzelne Subjekt mit seinen Freiheiten, sich für und gegen Dinge zu entscheiden. Das Volk nivelliert das, das nivelliert das Subjekt und unterstellt eben, alle Menschen würden nur im Rahmen einer bestimmten Zugehörigkeit zu einem Volk letzten Endes handeln und agieren können. Karl Schmidt, einer der wichtigsten Wegbereiter des Nationalsozialismus und einer der wichtigsten Figuren auch für die bundesrepublikanische sogenannte Neue Rechte, hat das zugespitzt auf diesen Freund-Feind-Gedanken, den sicherlich viele auch als Terminologie und Begrifflichkeit kennen. Also dass bestimmte homogen unterstellte völkische Kollektive als Freunde und Feinde gegeneinander stünden. Und Karl Schmidt hat dann auch in einem seiner Schlüsselwerke geschrieben, dass genau diese Zugehörigkeit auch Todes- und Tötungsbereitschaft bedeuten würden. Also das heißt, die bedingungslose Hingabe an dieses Kollektiv und damit die bedingungslose Aufgabe all dessen, was den Menschen letzten Endes ausmacht, als Subjekt mit all seinen widersprüchlichen Bedürfnissen, Interessen und auch seinen sich wandelnden Orientierungen. Wichtig in dieser konservativen Revolution war ein rhetorisches Ticket, das wir heute auch erleben, das wir nach wie vor erleben, bei dem es eben darum geht, nicht nur den Parlamentarismus und die Parteien abzulehnen. Das sehen Sie ja bis hinein in die Titelgebung der AfD, Alternative für Deutschland, die natürlich nichts anderes ist als eine Partei, also eine Gruppe, die einen kleinen, einen letztlich sehr lauten, aber doch trotzdem marginalen Teil der Bevölkerung repräsentiert, dass die sich auch schon gar nicht erst Partei genannt hat, sondern eben genau diese Homogenitätsfantasie schon in den Namen
letzten Endes übernommen hat. Und es geht dabei eben um die Affekte gegen den Parlamentarismus, gegen den Streit, gegen den Pluralismus und gegen die Idee der Repräsentation. Also das heißt, dass in einer Gesellschaft, wie wir sie leben und wie alle Menschen in einer Gesellschaft leben, widerstrebende Interessen da sind, die ökonomisch begründet sind, die politisch begründet sind, die kulturell begründet sind und dass man eben miteinander darüber streiten muss, friedlich streiten muss, welche Positionen sich durchsetzen. Das sind oft langwierige Prozesse. Denken wir vergleichend an die langwierigen Prozesse im ökologischen Bereich, wie viele Jahre und Jahrzehnte es gedauert hat, bestimmte ökologische Forderungen, die durch die neue Ökologiebewegung und dann später durch die Grünen auf die Agenda gesetzt worden sind, bis die quasi sich tatsächlich argumentativ durchgesetzt haben. Es war ein langer, langwährender Prozess, bei dem es eben um Argumente und Überzeugung geht. Und manche Dinge sind eben auch konflikthaft, manche Dinge bleiben umstritten. Man wird quasi bestimmte Konflikte, die ökonomischer, sozioökonomischer Natur sind, nicht einfach wegdiskutieren können. Diese Form von Heterogenität und Pluralität und Diversität in einer Gesellschaft ist objektiv vorhanden. Die extreme Rechte leugnet das und lehnt damit auch den Gedanken der Repräsentation ab. Also das heißt, eine Partei steht eben für einen bestimmten Teil der Bevölkerung und vertritt bestimmte Interessen. Und eben nicht die des gesamten Volkes. Es gibt nicht die Interessen des gesamten Volkes. Es gibt immer eine horizontale und auch vertikale Spaltung in Gesellschaften. Das wird aber abgelehnt. Die Repräsentationsidee wird abgelehnt und dagegen stellt man, und das ist die Referenz, auch wieder auf die sogenannte konservative Revolution, die Wegbereiter des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik. Dagegen stellt man die Fantasie eines Volkswillens, bei dem man eben nicht mehr den Willen in den Mittelpunkt rückt. Mein Wille ist es, heute für dieses und morgen für jenes sein zu wollen und vor allen Dingen an jedem Tag meines Lebens gegen Dinge mich entscheiden zu können, sondern man rückt die Fantasie in den Mittelpunkt. Es gäbe so etwas wie einen gemeinsamen Volkswillen, der eben sich nicht dadurch konstituiert, dass man durch einen Plebiszit de toujours, wie Ernest Renan das gesagt hat, durch einen sozusagen täglich sich wendenden, ändern können Plebiszit oder in den modernen Massendemokratien durch die Verfahren der Wahlen, also durch die in bestimmten Turnus sich ändernden Plebiszite, dass sie sich dementsprechend verändern, dass sich Mehrheiten verändern, sondern dass es so etwas wie einen homogenen Volkswillen gäbe, bei dem man eben am Ende, weil, oh Wunder, sie werden den Volkswillen homogen empirisch nicht ermitteln können. Wie gesagt, Menschen in einer Gesellschaft werden sich niemals alle in einer Frage einig sein. Empirisch ist der Volkswille inexistent. Und weil das so ist, hat schon Carl Schmitt, der genannte Jurist und Vordenker des Nationalsozialismus und wesentlicher Stichwortgeber auch für die Frage, wie man mit den Mitteln der Demokratie gegen die Demokratie kämpfen kann, hat eben diesen Volkswillen in den Mittelpunkt gerückt und gesagt, die eine Variante wäre eben, wären direkt demokratische Verfahren. Auch das kennen wir in der extremen Rechten, dass das immer wieder auch eingefordert wird. Und die andere Variante ist eben, naja, wenn man sozusagen eine entsprechende charismatische Persönlichkeit hätte, die könne dann eben diesen Volkswillen erspüren. Das mag aus der heutigen Sicht absurd erscheinen, weil es ist klar, wenn man eine solche Vorstellung vertritt, es ist natürlich diktatorisch. Also das heißt, wer sollte, inwiefern würden Sie bei klarem Verstand sein, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie lassen mich jetzt hier und heute Ihren Willen in irgendeiner beliebigen Frage erspüren? Dann wären Sie schön blöd, wenn Sie das machen würden. Insofern hoffe ich, dass Sie das auch nicht machen würden. Aber es ist vor allen Dingen eben ein Konstrukt. Also das heißt, man kann nicht den Willen eines fiktiven Kollektivs erspüren. Aber das wird zur Handlungsgrundlage genommen als rhetorisches Ticket. Eben immer gesagt, dass das Volk eine bestimmte Position hätte, dass quasi sozusagen damit auch heute in der Gegenwart des Rechtsextremismus genau dieses Ticket wieder bedient wird. Die da oben, ja, ihr erinnert sich, eine der Verschwörungselemente, die dabei eine Rolle spielen, die da oben würden eben nicht das tun, was das Volk wolle. Und damit mobilisiert man Affekte, damit mobilisiert man eben die Affekte derjenigen, die sich intellektuell nicht auseinandersetzen können oder wollen und die quasi am Ende eigentlich eins wollen, nämlich ihren eigenen blanken Egoismus durchsetzen, sei es dadurch, dass sie Teil an diesem Kollektiv haben und damit das Gefühl haben, sie könnten sich damit eine bessere Position verschaffen oder eben, dass sie selbst diese Rolle als der vermeintlich charismatische Führer einnehmen könnten. Auch das sehen wir gerade bei diesen sogenannten
Hygienedemonstration ja auch, wie unterschiedliche mittelmäßige Akteure, die irgendwann mal Kochdarsteller oder ähnliches gewesen sind, sich jetzt inszenieren als die großen Alternativen, bei denen man sich überhaupt nicht vorstellen möchte, wie weit der politische Sachverstand reicht, wenn er überhaupt vorhanden sein sollte, die aber sozusagen natürlich alle selber die Fantasie haben, sie könnten diese Person haben. Also damit geht es auch um eine gewisse narzisstische Omnipotenzfantasie, die letzten Endes damit mobilisiert wird, die im Menschen durchaus auch angelegt ist. Also natürlich möchte jeder Mensch, dass es ihm gut geht, dass das seine eigenen Interessen möglichst weitreichend umgesetzt sind. Und genau das wird mobilisiert, verbunden mit einer extrem großen Emotionalisierung und eben dem Appell an diese Formen von bestimmten emotionalen Affekten, die dann eben negative Affekte sind, die entsolidarisierende Effekte sind und die vor allen Dingen antirationale Affekte sind. Und das ist die Konstellation, in der eben diese intellektuelle neue Rechte, die in den 70er Jahren entstanden ist, die dann vor allen Dingen in den 80er Jahren maßgeblich gekennzeichnet war durch sehr viele Zeitschriftenprojekte, in denen man tatsächlich sehr viele intellektuelle Debatten geführt hat, auch durchaus einflussreich in bestimmten Fragen, vor allen Dingen geschichtspolitischen Fragen, in der Ära der konservativ-liberalen Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl gewesen ist, die sich zum Teil ja auch diese Form von geschichtsrevisionistischen Anliegen, wenn wir etwa an Bitburg denken oder wenn wir an den Historikerstreit denken, wenn wir an Jenninger-Rede denken, also wenn sozusagen bei bestimmten Ereignissen, dass sich politisch auch diese Position übernommen hat, diese Regierung, also die neue Rechte, war durchaus auch in bestimmten geschichtspolitischen Bereichen einflussreich. Es war vor allen Dingen eine Phase, in der man aber vor allen Dingen ganz stark Zeitschriften initiiert hat und intellektuelle interne Debatten geführt hat. In den 90er Jahren wurde das zum Teil, ging das ein bisschen zurück, Anfang der 2000er. Und im Prinzip erleben wir diese Renaissance seit den frühen 2000er Jahren. Neue Zeitschriftenprojekte werden gegründet, neue Thinktanks werden gegründet. Die Erosionen im Kampf um Begriffe nehmen weiter Raum, die Erosionen um die Frage der Abgrenzung zwischen Demokratinnen und Demokraten auf der einen und Antidemokratinnen und Antidemokraten auf der anderen Seite weichen immer mehr auf. Es gibt große Diffusionen, gerade auch in der intellektuellen Frage, was ist eigentlich die Demokratie? Nicht zuletzt die bundesdeutsche Demokratie versteht sich als wehrhafte Demokratie. Also das heißt, die auch wehrhaft gegen ihre Feinde agieren will und sozusagen dafür auch entsprechende rechtliche Möglichkeiten hat. Darüber gibt es aber auch Diffusionen in öffentlichen Debatten. Und das sind sozusagen die Räume, die unter bestimmten Konstellationen dann die Möglichkeit geschafft haben, dass auch wieder eine rechtsextreme Partei erfolgreich und nicht nur vereinzelt erfolgreich gewesen ist, wie wir das in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder hatten, sondern flächendeckend in den Länderparlamenten und im Bundestag erfolgreich gewesen ist, weil es eben gelungen ist, diese Strategien zu kanalisieren und die entsprechenden Affekte zu mobilisieren und vor diesem Hintergrund sozusagen ein ganz entscheidender, wieder auch geschichtspolitischer Faktor eine Rolle gespielt hat, nämlich dass man am Anfang die AfD missverstanden und missverkannt hat, dass man sie verharmlost hat, dass das, was die Rechtsextremismusforschung schon von Anfang an gesagt hat, nämlich dass es sich hierbei nicht um eine neue konservative Partei einfach nur handelt, auch wenn einige Köpfe Konservative gewesen sein mögen, dass aber damit es möglich geworden ist, ein parlamentarisches, parteipolitisches Sammelbecken für rassistische, antisemitische, völkisch-nationalistische, antifeministische, sexistische Positionen zu finden, ohne dass sie mit einem solchen Etikett belegt worden sind. Also das heißt, dass man, um nochmal abschließend auf dieses Phänomen von Pegida zurückzukommen, die besorgten Rassisten nicht als solche benannt hat, sondern sie zu besorgten Bürgerinnen und Bürgern geadelt hat und damit verharmlost hat, dass es hier um eine Gegnerschaft zur Demokratie geht, indem man versehentlich glaubte, es könnte hier sozusagen einfach nur darum gehen, dass bestimmte Stimmen, die man nicht gehört hat, repräsentiert würden. Das war mitnichten der Fall. Und damit ist sozusagen diese lange Strategie, diese neurechte Strategie, die man aus der Weimarer Republik im Kampf gegen die Demokratie geborgt hat, mittlerweile auf eine parlamentarische Ebene übergegangen, die quasi dann eine gewisse Form von nachhaltiger Verankerung mittlerweile erlebt hat. Auch dadurch, dass in Medien meines Erachtens, gerade in den Massenmedien, gerade in zentralen Fernseh- und Talkshow-Formaten, zu Zeitpunkten, als dem es dafür keinerlei repräsentative Gründe gegeben hat, die entsprechenden Personen und die entsprechenden Personen ganz, ganz, ganz sehr prominent gemacht worden sind, also letzten Endes beworben worden sind
Ein anderer Fall, und damit komme ich zum Ende, der zeigt, dass es auch anders möglich war, ist die Piratenpartei. Einige werden sich vielleicht noch erinnern, die war auch mal parlamentarisch, auch bei in den Ländern erfolgreich, ist dann auch medial sehr stark in die Öffentlichkeit gerückt nach kleinen Erfolgen und dann irgendwann wieder verschwunden. Natürlich war die Piratenpartei auch ein Phänomen, das aus anderen Gründen wahrscheinlich keine sonderlich langfristige parlamentarische Repräsentanz erwarten lassen konnte. Aber es hat da eben auch was damit zu tun, dass diese öffentliche Werbung, die eigentlich nicht, für die es erstmal auch keinen Grund gab, dass die nicht gemacht wurde. Das ist ein großer, signifikanter Unterschied zur AfD gewesen. Also das heißt, als sie noch niemanden repräsentiert hat, hat man ihnen kostenlose Werbefläche in Primetime-Formaten eingeräumt. Und damit sind dann eben genau die Strategien, Begriffe, Themen in die Öffentlichkeit zu werfen, zu emotionalisieren, zu entrationalisieren und die Demokratie mit vermeintlich ihren eigenen Mitteln zu destabilisieren, letzten Endes bis zu dem Grad aufgegangen, den wir jetzt in der Gegenwart erleben. Dankeschön.